Schaut mal hier. Ich habe mir von meinem Neuharz ein Ticket für Tennis gekauft. Für das BMW Open Finale in München. Leider ist ein sehr vorziges Wetter heute. Der Wettergott mag nicht, dass ich mir Tennis bei Sonnenschein ansehe. Ups, jetzt kommen die bösen Russen-Hooligans. Schnell weg von hier. Und ab zum Tennis. Schaut nur, was für ein Dreckswetter ist. Die beiden Finalspiele wurden verschoben. Und ich sitze im Regen. Wie ein versiffter Penner. Während die reichen Arschlöcher Sekt trinken im Zelt. Aber ich war nicht allein. Hier ist ein Arbeiter, der den Platz fegt. Bestimmt verdient er nicht mehr als 1 Euro die Stunde. So, jetzt ist es endlich soweit. Die Spiele können beginnen. Dieser Junge wischt noch eben den Regen weg, damit sein Knackarsch nicht feucht wird. Immer mehr Fotzen kommen, um Top-Tennis anzuschauen. Schaut nur die Frau mit den grauen Haaren. Ich fand sie sehr süß, habe mich aber nicht getraut, sie anzusprechen. Und dann wurde gespielt. Unter strömenden Regen. Der Matchball vom Doppelfinale. So, meine Damen und Herren, das erste Finale heute ist gespielt. Großen Applaus für die Gewinner. BMW Open 2012 bei Atlantik Lux im Doppel. Franischek Czermak und Filip Polasek. Und danach kam das Einzelfinale. Und der Oberschiedsrichter hat in meine Kamera gewinkt. Hier machen sich Marin Cilic und Filip Kohlschreiber warm. Ja? So, die beiden haben hier schon ein bisschen zusammen trainiert zu Beginn der Woche und Philipp Kohlsch hat uns gestern schon erzählt, das war schon im Training ziemlich heiß. Und beide haben gesagt, das wäre doch was, wenn wir uns dann am Sonntag im Finale wieder treffen würden und so schnell werden die Wünsche dann wahr. Und auf die Frage, wer denn der Favorit ist, sagte Marin Cilic, ich glaube Philipp Kohlsch. Der Philipp hat gesagt, naja, wenn man auf die Weltranglisten schauen, dann ist der Marin natürlich vielleicht ein Ticken besser, aber ich hoffe natürlich, das Publikum gibt mir heute den Kick im Finale der BMW Open 2012. Der Deutsche hat gewonnen und kriegt jetzt ein BMW als Preis. Und ich fahre mit der S-Bahn zurück in meine Sozialwohnung. Euer Fotzmatron. So, ich glaube, die beiden haben gerade ausgemacht, dass sie eine Spritztour machen und hier mit.